Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Dive TV und bei mir heute Ann-Kathrin von Travel Team. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, und du hast uns eine wunderschöne Urlaubsreise mitgebracht, eine tolle Tauchstation und zwar in Gozo. Genau. Jetzt, bevor du sagst, wo es ist, zeigen wir es den Zuschauern ganz kurz. Dank Google Earth zoomen wir nämlich da jetzt mal rein. Wir starten von Deutschland und sind in 0, nix dort. Und wie lange fliegt man denn jetzt dahin? Also je nach deutschen Abflughafen ist man in ungefähr 2,5 bis 3 Stunden auf Malta. Von dort aus geht dann die Fähre nach Gozo, ist ungefähr nochmal eine halbe Stunde Transfer. Also ein Katzensprung quasi. Genau, also es ist nah, also es ist im Nahbereich, genau. Mhm. Du hast einen schönen Film mitgebracht über Gozo. Genau. Und ich würde sagen, den schauen wir jetzt mal an und dann erklärst du ein bisschen, was wir denn da überhaupt sehen. Gozo ist die Nachbarinsel von Malta. Sie ist auch nur ein Drittel so groß wie Malta, also alles relativ klein, aber die Tauchbedingungen sind eben optimal, deswegen ist es ein sehr beliebtes Tauchreiseziel. Gozo hat gerade mal 31.000 Einwohner, die meisten davon leben in der Hauptstadt Victoria. Alle anderen wohnen verteilt in den 14 Dörfern, die es noch gibt. Die Leute dort leben halt hauptsächlich von der Landwirtschaft und auch vom Fischfang. Was spricht man da für eine Sprache in Malta? Also man spricht Maltesisch, aber natürlich kommt man auch überall mit Englisch vorwärts. Und es gibt wunderschöne Sehenswürdigkeiten? Genau, also es gibt schöne Sehenswürdigkeiten, unter anderem die Kathedrale oder es gibt zum Beispiel einen Burgberg. Also da gibt es wirklich sehr viele Sachen. Typisch zum Beispiel ist dieses Window Azur. Das sieht man auch immer auf den Bildern von Gozo. Und das ist dieser berühmte Felsbogen. Mhm. Und wenn wir bei diesem Felsbogen sind, sind wir schon am Meer, können wir schon tauchen gehen. Genau, also hier sehen wir zum Beispiel die Taucher, die machen gerade von Land aus die Tauchgänge. In Gozo taucht man hauptsächlich in Höhlen oder man kann auch schöne Wracks betauchen. Es ist also berühmt für seine Grotten und für die Höhlen. Genau, hier sehen wir auch sehr viele Fische. Das ist eigentlich fürs Mittelmeer nicht so typisch. Mhm. Aber auf Gozo ist es so, dass es sehr viel Fisch gibt und auch die Farbenvielfalt sehr groß ist. Genau, hier sehen wir zum Beispiel auch einen Taucher, der durch einen Tunnel ins offene Meer hinaustaucht. Das gibt es dort öfter. Oder hier ein Wrack. Genau, für Wrackliebhaber ist da also auch was geboten. Wunderschöne Bilder, die du da mitgebracht hast. Genau, also hier geht es dann wieder los mit Freizeitaktivitäten. Hier sehen wir zum Beispiel nochmal dieses Azur-Window. Unmittelbar hier in der Nähe befindet sich auch dieses Blue Hole. Das ist ein berühmter Tauchplatz. Das ist quasi eine Art Loch in einem Felsen. Mhm. 10 Meter breit, 15 Meter tief. Von dort aus kann man dann auch ins offene Meer tauchen. Wunderschön. Wann ist denn jetzt die optimale Reisezeit, dass man da hinfährt zum Tauchen? Also zu empfehlen wären auf jeden Fall die Monate Mai bis Oktober, da hier einfach das Klima optimal ist. Klar, die Sommermonate können sehr heiß werden. Im Winter ist es eher trocken und kühl. Aber man könnte auch im Winter nach Malta reisen. Also viele machen das zum Beispiel, um die beliebten Sprachreisen zu machen oder einfach nur um Sehenswürdigkeiten anzugucken. Mhm. Du hast gerade von den Tauchplätzen erzählt, dass die von der Basis nicht weit weg sind. Wie weit sind die so entfernt? Also es gibt ungefähr 17 Tauchplätze, die erreicht man in 10 bis 15 Minuten. Mhm. Weitere 7 Tauchplätze so in 20 Minuten oder in einer halben Stunde. Und alles, was es sonst noch gibt, erreicht man dann eben per Ganztagesbootsausfahrt. Also alles klein, also, überschaubar. Genau, genau. Ganz toll. Wenn ich jetzt als Tauchverein oder Tauchschule vor Ort Unterricht halten möchte, ist das auch möglich? Ja, natürlich. Also das ist gegen Voranmeldung auf jeden Fall möglich. Mhm. Egal ob Tauchschule oder Tauchverein, man kann dort die Schulungsräume nutzen und die Tauchlehrer können dort die Schüler unterrichten und die Ausbildung machen, genau. Gibt es auch Fotos von dieser Tauchbasis? Hast du welche mitgebracht? Ja, ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Mhm. Also man sieht hier unter anderem das Büro vom Nautic-Team. Man kann sich auch jederzeit dort das Tauchequipment leihen, einfach vorher Bescheid geben, die Größe angeben und dann kann man sich das vor Ort leihen und die Bezahlung erfolgt dann auch vor Ort. Hier sehen wir zum Beispiel den Tauchshop. Also alles, was man braucht, ist hier eigentlich vorrätig, alles auf dem neuesten Stand der Technik.
Genau, hier sieht man auch die, hier auch nochmal Equipment, genau. Und dann, ein schöner Pickup. Genau, und hier sieht man den Pickup, von dem aus quasi die Flaschen und das Blei transportiert wird. Und mit dem kann man auch die verschiedenen Tauchplätze anfahren. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte nach Gozo fahren, ich möchte da tauchen, hast du auch irgendeinen Hoteltipp für uns? Ja, also wir empfehlen das Hotel Calypso, befindet sich gleich um die Ecke vom Nautic-Team, ist eine sehr schöne 4-Sterne-Anlage, befindet sich oberhalb vom Badestrand und man hat auch gleich die Uferpromenade vorm Hotel. Wenn man mal nicht ins Meer gehen möchte, kann man auch in den Pool auf der Dachterrasse gehen, der ist auch sehr schön. Zum Tauchen? Nein. Nein, okay. Also einfach so, um mal zu relaxen und zu baden, genau. Du hast auch Fotos mitgebracht, die schauen wir uns an. Genau, da sieht man das so besser. So, das erste Bild, das ist jetzt der Outdoor-Pool? Genau, richtig. Hier sieht man den Pool auf der Dachterrasse. Es ist alles sehr schön angelegt. Man kann auch hier relaxen. Also, wenn man mal ausspannen möchte. Genau, und den Blick direkt über Marsal vorn. Hier sehen wir zum Beispiel eines von den 100 modernen Zimmern. Also, es gibt im Calypso 100 Zimmer auf 6 Etagen verteilt. Wie man schon sieht, ist alles sehr modern ausgestattet. Und auch nicht zu klein und zu eng, sondern geräumig. Ne? Das sind geräumige Zimmer, ja. Das ist jetzt der Blick vom Hotel aus, oder? Genau, also das ist der Blick vom Hotel aus über die Bucht von Marsal vorn. Man hat also gleich den Badestrand auch vor der Tür und hat noch einen schönen Ausblick mit dazu. Hier sehen wir das Calypso von außen, bei Nacht schön beleuchtet. Und natürlich überall auch ein Balkon mit dabei. Wenn man im Sommer fährt, ist das schon wichtig, finde ich. Ja, natürlich. Ja. So, und wenn ich jetzt da in diesem Hotel Calypso untergekommen bin und tauchen möchte, wir haben vorhin im Video schon viele Möglichkeiten gesehen, aber was ist so für dich das Beeindruckendste, was man auf Gozo in Sachen Tauchen erleben kann? Also ein sehr beliebtes Tauchreiseziel ist dieses Blue Hole. Mhm. Das ist eine Art Loch, eine Felswand. Das geht 15 Meter tief und ist ungefähr 10 Meter breit und von dort aus kann man quasi tauchen und im Meer führt dann ein Tunnel ins offene Meer hinaus. Also man kann quasi dann durch diesen Tunnel tauchen und ins offene Meer gelangen. Und wann ist jetzt die beste Reisezeit, dass ich nicht auf 100.000 andere Taucher treffe? Also empfehlenswert wäre zum Beispiel April und Mai oder dann wieder nach den Sommermonaten im September, Oktober, da es dann auch nicht mehr so heiß ist. Okay. Aber man muss dazu sagen, dass da natürlich dann Hochsaison ist. Klar, logisch. Mhm. Ann-Kathrin, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du uns Gozo und das Tauchen auf Gozo ein bisschen näher gebracht hast. Danke auch. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder von Dive TV. Bis zum nächsten Mal.